Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crash 49 zurück bei Let's Play Yokai Watch 2 Flashy Souls oder Kräftige Seelen. Ja, wir haben im letzten Part uns noch auf die Suche nach Pümpel begeben, um die Erinnerung des Vaters wiederherzustellen. Und, das konnten wir zwar erfolgreich bewältigen, allerdings erinnert er sich nur an Orten, wo er möglicherweise Dokumente gelassen hat, aber, also er erinnert sich nur an Orten, wo er gewesen ist, aber nicht an die Dokumente. Leider Gottes. Diese Erinnerungen konnten wir leider nicht zurückbringen. Ach, so ein Mist, ey. Das heißt also, wir müssen uns jetzt aufteilen. Es befinden die Orte, also die Orte, an denen sich möglicherweise, dass die Dokumente befinden sollen, sind zum einen der Fahrradladen, dann noch die Bank Fiale Woods und dann noch Mac Schmeck. Fangen wir erstmal hier an bei Bank Fiale Woods. Entschuldigung, ich glaube, mein Vater hat dir in der Bank was liegen gelassen. Es ist in einem braunen Umschlag. Haben Sie ihn gesehen? Ein brauner Umschlag? Nein, wir haben keinen gefunden. Wenn hier jemand was vergessen hätte, ist uns sicher aufgefallen. Vielleicht hat dein Vater irgendwo anders liegen gelassen. Danke für die Hilfe, ich versuch's dann mal woanders. Viel Glück! Ah, shit. Schon mal Pech gehabt. Aber was soll's. Hey, ich könnte mich doch hin teleportieren, oder? Naja, ich gehe lieber erstmal zu Fuß hin. So, ups. Nicht bei Rot über die Straße! Hä? Bist du ein gutes Kind? Also, willst du kämpfen? Okay. Gegen wen würden wir da kämpfen? Ja. Ich sag mal nein. Du hast gutes Herzkind, aber du bist feige, hm? Ja, ich will nicht fertig gemacht werden. Wer ist das überhaupt, gegen den ich kämpfen würde? Schreibt das in die Kommentare. Also man kann es sogar auch gegen jemanden kämpfen, wenn man bei Grün über die Straße geht. Des Öfteren. Das wusste ich echt nicht, dass das geht. Aber gegen wen würde man kämpfen? Wenn man bei Rot über die Straße geht, muss man gezwungenermaßen mit Butzemann kämpfen. Wenn man bei Grün über die Straße geht, hat man die Möglichkeit, gegen jemanden zu kämpfen. Aber ist das auch Butzemann? Sagt es mir in den Kommentaren. Entschuldigung. Mein Vater ist heute Morgen hereingekommen. Hat er vielleicht einen braunen Umschlag hier gelassen? Oh, der Umschlag, der gehört deinem Vater. Kann es sein, ja? Er dachte, er hätte ihn vielleicht hier vergessen. Ja, ich habe sicher verwahrt. Oh, das ist toll! Ich erinnere mich an ihn, weil er... Ich will Leute vorhin einen Anzug tragen. Er war so begeistert von den Fahrrädern, dass er wohl vergessen hat. Ich wusste nicht, dass er Fahrräder mag. Oder er... Oh, jetzt weiß ich, was das... Er will ihnen ein Fahrrad schenken. Hier, genau wie ich ihn gefunden habe. Du kannst ihn deinen Vater geben. Vielen Dank, es ist toll, dass ich ihn endlich gefunden habe. Juhu, na dann sollten wir uns zurück zum Büro des Vaters. Hey, cool, wir könnten jetzt endlich ein Fahrrad bekommen. Aber was ist mit Mac Schmeck? Ich fürchte, da hätten wir nur die Angestellten fragen müssen. Okay, beim Fahrradladen. Na dann, zurück zum Büro. Oh, mit dem Fahrrad kommen wir dann umso schneller voran, ohne Ausdauer zu verlieren. Ey, coole. Alter, wie mich das jetzt freut. Wenn dem so wäre, wenn dem so wäre. Ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen. Jetzt würde ich mal etwas Inspirator Y kaufen. Ja, vielleicht bekomme ich daraus auch eine ein Extremgetränk. Nee, bislang kein Glück. Ich kriege immer nur Y-Colas. Vielleicht auch aus anderen Automaten. Ist egal, ich habe mir ein paar Getränke mal gekauft für alle Fälle, dass es mir irgendwelche Yokai gibt, die Appetit auf Getränke hätten. So, dann mal zurück zum Büro. Da ist die Burgerbude. Hey, dort könnte ich mir... Das ist ja Mac Schmeck, ne? Das hätte ich gleich als erstes vorbeigucken können, nach was soll's. Könnte ich wieder was kaufen? Ich könnte vielleicht ein paar gute Burger brauchen.
Doppelburger von Coffee Mice, 26 Stück. Von Cheeseburgern habe ich keinen. Naja, das ändere ich mal schnell für alle Fälle, dass ich halt wirklich vorgesorgt habe. Auch wenn das hier... vielleicht auch die schwächsten Burger sind, was soll's. Immerhin habe ich da... oh. Also ich muss gar nicht über die Straße. Trotzdem tue ich das mal und gehe rüber. Naja, aber das ist ein Beweis dafür, dass ich aufpassen soll, dass ich bei Rot nicht über die Straße gehe. Weil Putzemon hätte mich da immer bei jedem Vergehen schon angreifen können. Oh, da hätte ich blöd aus der Wäsche geguckt. Was passiert wäre. Papa, schau, ich habe sie gefunden. Oh, das sind die Dokumente, vielen Dank. Hey, das war echt schwierig. Was ist meine Rettung? Wo waren sie? Im Fahrradgeschäft, im Blütenbild. Was hast du dort gemacht? Oh, Na komm schon, warum warst du dort? Na gut, es war schon nicht der Zeitpunkt. Perfekt, so müsste ich sagen. In Ordnung. Viele Kinder aus deiner Klasse haben ein Fahrrad, richtig, nicht? Ja, Freddy zum Beispiel ist total stolz darauf. Na, ich wollte dir auch eines kaufen. Ein Fahrrad für mich? Ernsthaft? Ja, ich hatte gehofft, das perfekte Rad für dich zu finden. Um ehrlich zu sein, wollte ich dir schon früher eines kaufen, aber du warst so beschäftigt, zum Beispiel damit zu Oma zu besuchen. Dann kaufst du mir eins? Wann kaufst du mir eins? Tatsächlich habe ich morgen frei. Lass uns morgen früh aufstehen und zusammen zum Fahrradgeschäft gehen. Wirklich? Yeah! Es trifft sich gut, dass du seine Dokumente gefunden hast, was? Allerdings! Yes, Mann! Und am nächsten Morgen... diese verdammte Sonne! Abendsonne hier! Hallo, ihr! Ach, du bist der Junge von neulich und das ist wohl dein Vater. Hallo, Shanda. Jetzt hätte ich kürzlich etwas vergessen. Kein Problem, ich gehe davon aus, dass dein Junge sich... Dein Junge hat es sicher zurückgebracht? Gute Arbeit, Kleiner. Das wird jetzt also ein Dankeschön. Shingui? Nochmals danke, dass du die Papiere vergessen habe. Okay, Nate, such dir ein Fahrrad aus, das dir gefällt. Egal welches, alles klar. Warte, deine Mutter wird vielleicht böse sein, wenn es zu teuer wird. Ach egal, ich rede schon. Ich bezahle es ja für meinen Gehalt. Dein Papa ist ganz schön hart. Oh, man kann sich entscheiden. Frische Brise-Rad, Sonnenuntergangsrad, Kirschblütenrad, Sonnenscheinrad, faszinierendes Rad. Okay. Also es ist egal, was für ein Rad man nimmt, hat jedes Rad dieselbe Eigenschaft oder kann man sich mehrere Fahrräder kaufen? Also das frische Brise-Rad hat schon bessere Farben fast. Aber sie sehen in der Form gleich aus. Ich nehme das frische Brise-Rad, es hat so blaue Bügel. Ich glaube, so nennt man diese Stangen, die das Fahrrad zusammenhalten. Oh, schau mal hier! Klasse, es passt toll zu dir. Kannst du mit dem Fahrrad gleich nach Hause fahren, wenn du willst? Ja, das mache ich! Dann mach allein auf den Weg, Nate. Wobei du wahrscheinlich erstmal in der Stadt rumfahren willst. Haha, das möchte er bestimmt. Fettmann, du gehst doch in die Lenzhausen, richtig? Die Kinder in der Schule veranstalten im Moment Radrennen. Radrennen! Hey, das klingt super, warum probierst du es mal nicht aus? Oder interessiert solche Sachen nicht? Doch, total! Aber erst solltest du dich auf Rad gewöhnen. Ab mit dir! Alles klar! Papas Schritte verfolgen! Abgeschlossen! Ausgezeichnet! Yes! Nice one! Level ups! Ich sollte mal mein Teammitglied wieder austauschen. Hui, Blitzemblem oder... Stern... Stoppemblem, Blitzemblem. So, mal sehen, ob es noch was zusätzlich was bekommen kann. Nö. Die Bühne gehört mir. Nope. So, damit eine weitere Handlung freigeschalten. Nice one. Schön, jetzt können wir der Teufel näher. Zeit nach Hause zu gehen, oder? Na denn, aber vorher muss ich mal... wie kann ich das fahren? Mit welchem Knopf? Mit den
Ein Steuerkreuz nach unten kann ich mit dem Fahrrad loslösen. Yay! Oh, man kann es auch in Turbo machen. Das war im ersten Teil gar nicht möglich. Dafür braucht man trotzdem Ausdauer. Man ist da schnell wie der Wind, ey. Oh, oh, nein! Hier ist bei grün. Obwohl, ich könnte damit auch auf der Straße fahren. Was? Hä? Nein! Nein, jetzt fordert mich Bootsimon heraus! Aber... Ich hab doch grün! Warum? Es ist doch grün, ey! Was ist mit dir los? Verdammt, und ich hab nicht meine vollständigen Teammitglieder. Was soll ich jetzt machen gegen den? Gegen den habe ich so keine Chance. Ah, ich versuch mal, was ich kann. Oh ja, da schlägt er schon heftig zu. Aber Tante Herzi halt fleißig. So viel extremen Schaden macht er nicht. Oh, oh. Na komm. Jetzt führ endlich deine Guillotine aus. Zack. So. Nein, es ist weg. Okay. Zeit für Goldinians Ultiseel. Miaufwärter! Und dann kommt noch Eternias dazu. Hey, wir könnten den Kampf tatsächlich gewinnen. Aber Moment. Der mag ja auch noch Fleisch, oder? Vielleicht kann ich ihn gleich für mich gewinnen. Ich könnte es probieren. Wie viel hat er noch? Hat noch genug. Tante Herz, ich würde lieber an deiner Stelle heilen. So. Habe ich ein gutes Fleisch? Thunfisch. Ich habe kein Fleisch oder was? Nee, oder? Ich habe kein Fleisch? Scheiße, weil jetzt hätte ich die Gelegenheit, ihn zu kriegen. Ich kann tatsächlich gegen ihn kämpfen. Und noch dazu könnte ich gegen ihn gewinnen, selbst mit diesem geringen Level. Was mich eigentlich brutal überrascht, aber okay. Mist. Ah, nein, das geht nicht. Ich kann leider nicht. Wow. Okay. Jetzt aber muss ich ein paar Yokai reinigen. Wow, das funktioniert besser als erwartet. Stupsen könnte ich ihn. Geht nicht, der muss erstmal trödeln dafür. Aber dann könnte ich auch versuchen, die Chance zu erhöhen, dass er sich mir anschließt. Ey, ich glaub's ja nicht. Ah, ja! Jetzt geht's! Oh nein, warum? Ach. Wann trödelt er mal wieder? Oder geht es nur einmal? Oh nein, ich kann es öfters machen. Oh, ach, das bringt nicht. Na schön, versuch es mal. Na? Komm schon, trödle mal wieder. Ich will stupsen. Kann ich ihn nicht noch ein weiteres Mal versuchen zu stupsen? Ich glaub's nicht, dass ich tatsächlich eine Chance gegen den hab. Aber ist gleich besiegt. Er ist down. Ich glaube nicht, dass ich ihn anfreunden konnte. Mann, schade. Das wäre echt geil, wenn das gehen würde, aber ich konnte ihn tatsächlich besiegen. Vielleicht ist er eine größere Herausforderung bei einem höheren Level? Ist egal, ich konnte ihn besiegen. Aber wie habe ich bitte schon die Regel gebrochen? Ganz egal, was das auch war.
Düt, ja, ist gut, ist gut. Schade. Na gut, begeben wir uns wieder nach Hause. Alter, das Fahrrad ist geil. Und wenn man normal unterwegs ist, dann ist man mindestens genauso schnell, als würde man laufen. Das ist so cool. So. Das war ein langer Tag. Ja. Naja. Jetzt muss ich mir auf jeden Fall... Vielleicht sollte ich bei den Krämerladen nach Fleisch gucken. Weil das mag er. Und dann sollte ich ihn dieses Mal versuchen, ihn erfolgreich zu stupsen. Das erhöht meine Chance noch zusätzlich, ihn zu kriegen. Ich frage mich, ob der Teil von uns bald erreicht. Meine Battle vor. Sorge besorgt, dass du es vorbeizieht, während du schläfst. Was? Wie langweilig. Wenn es echt so heftig wird, will ich das sehen. Nochmal langsam. Wie geht's? Sie sind schon wieder dabei. Oh nee. Selsa, mein lieber süßer Schatz. Oh, mein geliebter Strahlemann. Mir ist egal, dass du eine Krafti bist. Ich bin dein immer und ewig. Und mich kümmert es nicht, dass Knochi bist. Mein Herz gehört dir. Oh. Bla, das muss aufhören. Was? Sich so zur Schau zu stellen, als wollten sie sagen, dass sie nie so lieben würde. Oh nein, warum bist du? Hä? Du weißt, wer ich bin? Wer ist das? Och, du Heiliger, was bist du denn für ein... Verliebte, die so vor meiner Nase rumtrudeln müssen, nicht auszuhalten. Hey, verschwinde! Bra! Es wird aber noch schlimmer, ich gehe Hilfe holen. Wir haben unseren nächsten großen Boss gefunden. Der wird heute richtig dort draußen. Ich hoffe, es geht alles gut. Hm? Wer ist das jetzt? Nein, nichts geht's gut. Geht gut. Wir haben ein riesiges Problem. Oh. Die Gegenschirm. Jo, ich bin Gegenschirm. Du musst uns helfen, Junge. Und zwar zack, zack. Hä? Wovon redest du, Tro? Bist du auf meinem Fußboden? Schau, Kleiner. Du bist berühmt wegen deiner Uhr. Ich hab dich gesucht. Das bringt dich zu uns. Und pass bitte auf den Holzfußboden auf. Es ist ein einziges Chaos da draußen. Die ganze Stadt wird weggeweht. Was? Wieso sagst du so etwas? Das extreme Typhoon ist das Werk eines sehr launischen Yokai. Yokai verursachen Wirbelstürme? Allerdings, und wir müssen diesen hier stoppen, Kleiner. Komm mit mir mit. Ich war draußen, leg einen Gang zu. Ist ja gut, chill mal. Chibanian, wach halt, wach auf. So, aber erstmals heißt es Yokai wechseln. Du wirst jetzt wieder ausgetauscht gegen Gilgaros. Wenn ich ihn jetzt noch finden könnte. Als. Tja, wo steckst du denn, Gilgaros? Gilgaros, Gilgaros, wo bist du? Oh, da bist du ja. Komm her, Mann. Großer. Und ich schätze mal, sollte Tante Herzi. Nein, nein. Alles positionieren. So. Ich glaube, so passt das. Okay. So sind die beiden Heiler-Yokai richtig aufgestellt. Das passt schon. Leider Gottes fehlt mir ein Yokai, der all angreift. Ich habe nur Schatten. Also der mit Hilfe des Ultis jetzt alle angreifen kann. Das kann ich jetzt aktuell nur mit Schattenatom machen. Aber ich freue mich schon, wenn ich dann erstmals Shogunyan habe. So. Übrigens, falls ihr einen seltenen Yokai finden wollt, müsst ihr zum Medallium gehen. Also einen legendären kriegen wollt,
müsste einfach nur die Seiten so lang umblättern, bis das hier hierhin gelangt. Hier vielmehr... Moment. Spaniam, Baku, Jamsel, Vincicado, Insomnia, Portalex. Mir fehlen nur noch zwei Yokai. Einmal Tristine, von der weiß ich ja, die befindet sich ja in dieser Villa. Und dann noch ein weiterer. Also zwei Yokai fehlen mir nur noch für Shogunyan. Ich kann es kaum warten, wenn ich ihn kriegen kann. Und hier, ja, hier konnte ich mir bereits Gilgaros schnappen. Er brauchte für Schattenato, Zangensa, Kryo, Goldinian, Dämona, Tante Herzi, Eternia und Graf Karies. Die besten Yokai aller Elemente. Ja, Spoilerina, die sagte schon zu uns schon vor. Du magst Spoiler, wie ich sage, nur warte, bis du Darbietung siehst. Ja, aber was ist sie für eine Art Yokai? Das ist die Frage. Miasmia brauche ich dafür. Starkraffer sieht die seit 8 Yokai schon zu geben. Eugenlob fehlt mir hier bei den bereits bekannten Siegeln. Ja, also ein paar Yokai fehlen mir ja noch. Aber ich habe sie ja nicht auf alle Yokai abgesehen. Ne? Das wäre doch ein bisschen zu viel, wenn man versucht, alle zu sammeln. Na schön, dann, würde ich vorschlagen, ist mein Team wieder komplett? Ja. Speichern wir mal das ab und dann begeben wir uns raus. Oh mein Gott, ob wir durch diesen Sturm durchkommen können, ist eine Frage. Das ist die Frage. Sylvain ist ungeheuerlich. Hör auf zu jammern, Junge, wir müssen uns sputen, sonst ist alles böse. Ach du meine Güte, Eskra. Ist auch Sturms gelaufen. Nee, wir müssen dem Gegenschirm folgen. Und es muss mitten in der Nacht sein. Und warte mal, was? Was ist denn hier los? Sorry. Warum sind hier wilde Yokai unterwegs? Das ist auch noch. Und die werden auch noch herumgeschleudert. So, hier ist er. So ein irrsinniges Wetter, selbst die Yokai werden, wenn das Telefon einfach wegweht. Ich fliege den Yokai aus, pass auf! Ich durfte das gerade feststellen. Ob es ja auch interessante gibt? Wow! Kommen wir schon welche entgegen? Kann ich auf das Fahrrad... Nein, das Fahrrad kann ich leider nicht verwenden. Ja, bei so einem Wetter werde ich auch nie das Fahrrad steigen wollen. Ja, vielleicht ist doch gar nicht so viel. Pass auf! Wow. Ja, zum Glück sind die Yokai nicht, sind wir schon zu stark für diese Yokai, als wenn sie uns angreifen würden. Die ignorieren uns lieber. Dieser Sturm wird von einem Yokai drüben im Flussufer versorgt. Na los, hier drüben! Wir sind schon unterwegs. Parricado. So, da sind wir auch schon. Oh, Strahlemann und Nistelle steckten schon riesigen Schwierigkeiten. Für zwei Todfeinde als Knorris und Kraftis kommt ihr gut miteinander aus. Liebling! Mein liebster Strahlemann! Was für ein Arsch! Niemand mag mich. Und euer Liebesgeplänk macht mich wahnsinnig. Ja, auf diese Art und Weise würdest du auch niemanden finden, der dich mögen würde. Wir Stimmen sind halt angsteinflößend. Das ist mit dir persönlich zu tun. Hörst du wartet mit den Stimmen und Heulen auf? Du wehst die ganze Stadt weg. Sei still, was interessiert mich, wenn wir weggeweht werden? Nächster Bosskampf! Gegen Gafun! Ja, ich merk schon, die Augen sind der Schwachpunkt. Na schön. Dann mal los hier. Nein. Blödsinn. Goldinian. Erstmal alle Werte aufstocken. What the? Wow, da hat er... Da hat er ihn gerade noch beseelt. So. So, schnell reinigen. So.
So, jetzt hier noch schnell ein Auge anpennen. Ach komm. Lass das sein, Mann. So, und jetzt hier. Ulti-Seel von Shatnato. Na komm schon. Das hätte eigentlich was bringen sollen. Schattendrache! Bam, 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 bam. Wow, hat er schon so viel verloren, ey. Alter, wie stark sind wir eigentlich? Eternia? Jetzt bist du dran. Oh, schon wieder dieses blöde Zeichnen, ey. Oh, da ist was. Beeil dich mit den Ulti-Seel. Ah, eins der Augen ist jetzt jedenfalls kaputt. So. Na komm. Ach, Mist. Ach. Okay, beide Augen sind jetzt down. Oh, Glückspilz, es gibt extra EP. So, und jetzt. Das eine Auge. Zangenzar. Deine mächtige Guillotine wird dafür benötigt. Und boom. Oh oh. Schnell. Stoppt ihn einer. Oh 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 oh. Nicht schlecht. Aber nicht gut genug. Wir haben ihn gleich. Setz lieber keinen Elektroangriff ein. So, jetzt aber. Volle Power. Goldabreibung. Kaboom. Das tat weh. Und jetzt gibt ihr den Rest. Und zack. Gigaros hat es ihm gezeigt. Und tschüss, Lutscher. Winner. 2100 EP. Nicht schlecht. Ein Hermes-Emblem gibt es noch oben drauf. Oh, damit hat sich der Sturm auch gelegt. Der Sturm ist vorüber, der Himmel klart wieder auf. Ja, die Veränderung im Atmosphärendruck im Anschluss an... Lass es Marshmallow, der Junge hat es hingebogen. War gut, ihm zu rufen. Oh, das ist meine Art, Danke zu sagen. Ist meine Ehre, Kleiner. Oh, wir freuen uns mit Gegenschimmern? Gegenschirm. In dieser Situation. Okay. Wo der Schirm bereits verdreht ist. Oh. Ach, mein Zuckerschnäuzchen. Ein süßer Sonnenschein. Ja, Whisper ist wieder das Opfer. Unsere Liebe hat ein Wunder bewirkt. Ich werde dich nie, nie, nie verlassen. Meine Güte, schaut euch die beiden an. Ganz in der einen Welt. Mein Schnuffelhase. Oh, jetzt wird's langsam cringy. Oh, mein Pfirsichkuchen. Yay! Oh Mann. Ah, okay, das Kapitel haben wir jetzt auch durch. Und den nächsten Part geht's ja weiter mit dem nächsten. Also, wenn man es gefallen wusste, Thumbs up! Und dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush Footwork geht hinein bis zum nächsten Part von Let's Play. UK Watch 2 kräftige Szenen. Also auf Wiedersehen und tschüss, oder?